Und damit ein feistes Hallöchen zurück bei dem größten Ego-Shooter überhaupt, bei Dirt 3. Ein paar Tage ist jetzt schon her, dass ich gespielt habe. Weil dazwischen habe ich auch noch den Livestream rausgehauen. Und ja, deswegen hat sich das dann alles so mit Dirt jetzt ein paar Tage rausgeschoben, weil ich jetzt jeden Tag ja nur noch eine Folge mache. Wie ihr ja wisst, und ich habe überhaupt gar keine Ahnung, was wir zuletzt gemacht haben, hätte ich mir meine eigenen Folgen mal angesehen. Ja, das Ding hatten wir, glaube ich, durch, ne? Ja, genau, dieses bescheuerte Gymkhana-Dingens da. Und dann geht es dann jetzt weiter bei der Rampage. Oh, einen zweiten Platz habe ich sogar zum Schluss eingefahren. Ich werd bekloppt. Gut, dann starten wir gleich wieder in Finnland, würde ich sagen. Oh, Landrush Truck Blast. Wuhu! Da geht ja einiges und Smash Attack. Huhu, Smash Attack. Warte mal, das klingt nach irgendeinem. Na, egal. Wir kriegen es zu sehen. Ich würde sagen, wir legen sofort los mit der Vaksky Sprint Classic Finnland. Trailblazer ist die absolute Highspeed-Disziplin. Bitte was? Auf langen Etappen musst du dich in ultimativen Offroad-Boliden beweisen. Aha. Diese leichten Renner sind nur schwer zu beherrschen. Verliere also nicht die Kontrolle. Ähnlich wie bei Rallyes führen die Rennen über mehrere Einzeletappen und die Zeiten werden addiert. Nur die schnellsten Fahrer können hier erfolgreich sein. Ach du Scheiße. Wie gesagt, es ist ein paar Tage her. Ich weiß nicht, ob ich das noch so gut alles hinkriege. Wir fahren. Schade, irgendein Red Bull Team ist noch nicht an mir interessiert. Schade, aber es gibt natürlich aber auch keine Sportart irgendwie, wo sich Red Bull nicht eingekauft hat. Und das zumeist dann noch ziemlich erfolgreich. Naja. Ja. 598 PS zu 800 PS. Ja. Da fällt mir die Wahl aber nicht so schwer, wa? Nehmen wir mal Ette hier. Da liegt Futter Offroad. Toyota. Toyota. Smith Optius. Oder Optics. Smith Optics. Die verkaufen Brillen. Brillen verkaufen nicht. Letztes Mal warst du abgeschlagen. Wenn es am Auto lag, dann stimmt das Differential besser auf die Strecke ab. Natürlich. Worauf eigentlich? Haha. Oh, da kann man ja durchgucken. Fahrzeugeinstellung. Was sieht denn? Höherer Antrieb verbessert den Grip in Kurven, reduziert aber meist auch die Höchstgeschwindigkeit. Naja, keine Ahnung. Einfach mal ein bisschen mehr Bodenfreiheit, keine Ahnung, sonst. Ach, keine Ahnung. Aber wir sind. Wie sind die denn drauf hier neben der Strecke? Los geht's! Uiuiuiui. So, Zeit: 3 Sekunden, 4 Sekunden, 5 Sekunden, bremsen. Oh, zurück. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Da muss ich mich jetzt aber erstmal dran gewöhnen. Uiuiuiui. Oh, und vor allem, wir müssen erstmal wissen, wo es lang geht. Nicht so viel rutschen, das kostet alles Zeit. Komm schon, da wollen wir eine. Da war ein Baumstamm. Rückblende! So, wo geht's da hinten? Wo lang? Ach, guck mal, hier kommt eine Kurve. Ui, da waren schon wieder Baumstämme. Unfassbar. Scheiße, verdammte Kacke. Wie mache ich denn nochmal Rückblende so? Ah, Miste, Kacke. Das geht ja schon wieder ganz toll los. Da dachte ich, da komme ich aber nebenher. Mist, Mist, Mist. So, jetzt aber. Wo ist eigentlich, warum habe ich eigentlich keinen Co-Piloten, der mir sagt, wo es lang geht? Das finde ich aber auch doof. Na, Gas geben! Hui! Ach du Scheiße, also ich glaube, die Strecke, die muss ich aber nochmal machen. Oh, 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 da muss ich mich aber wieder. Da muss ich mich aber wieder ganz gefürchterlich dran gewöhnen hier. Oh, was fliegt denn da so viel weg?
mein Auto! Also ich glaube, das wird keine gute Zeit. Ey. La 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 la. Oh Gott, ja, also das Rennen werden wir definitiv neu starten müssen. Daran besteht kein Zweifel. Da werde ich weit abgeschlagen sein, ja. 7 Sekunden schon auf den nächsten. Ja, das machen wir dann einfach mal. Neustart über Servicebereich. Und zwar möchte ich ein bisschen mehr Kurvenstabilität und weniger Driften in den Kurven. Außerdem möchte ich mehr Höchstgeschwindigkeit. Kurze Übersetzungen bedeuten bessere Beschleunigung, lange Übersetzungen höhere Topspeed. Naja gut, bessere Beschleunigung möchte ich eigentlich. Huch, was habe ich denn jetzt? Radaufhängung? Eine härtere Aufhängung verbessert das Kurvenverhalten, verringert aber die Fahrzeugstabilität in unebenem Gelände. Passt schon. Bremsbalance, Differential. Ein stärkeres Differential erhöht das Übersteuern und erleichtert Drifts. Nein. Ein schwächeres Differential vereinfacht die Kontrolle. Ja, supi. Huh, so, hoffentlich war das jetzt eine richtige Einstellung. Aber egal. Los geht's! Zweiter Anlauf. Mit anderen Einstellungen und mit ersten Andeutungen, dass man weiß, wo die Kurven sind. Oh je, Mini. Oh je, Mini. Ach, guck mal, da sind die Baumstämme wieder. Uiuiuiuiui. Und da sind auch noch Huckels. Auch noch. Ach du Scheiße, da ist auch noch Wasser. Fuck off. Scheiße. Oh Gott, das tut mir total leid. Komm, hier in Zeitlupe. Blub. So, und jetzt nochmal ganz langsam. Naja, Spaß beiseite, erstmal aus dem Wasser raus. Die mit dem Aufwärmen spielen hier? Oh Gott, ey, das tut mir echt total leid, dass die erste Folge mit Sicherheit nur diese Strecke sein wird. Aber. Ey, da rutscht man aber auch, also fürchterlich. Uiuiuiuiui. Mein lieber Herr Gesangsverein. Willkommen im Vorgarten. Ach du Scheiße. Oh nein. Ich hätte vielleicht einfach nur heimlich üben sollen. Gott, oh Gott, ich weiß überhaupt nicht, wo es lang geht. Oh Scheiße. Oh je, Mini, das wird schon wieder ganz fürchterlich, wird das. Hui! Hui! Oh, Gottes Willen! Kann ich nicht irgendwie Spikes auf den Reifen ziehen oder so? Oh Gott! Also ich glaube, das habe ich wieder ganz fürchterlich verschissen, das Rennen. Da muss man so viel bremsen. Ich kenne sowas gar nicht. Wer bremst, verliert. Oh Gott, das wird eine ganz erbärmliche Zeit, wird das. Ach da, oh Gott. Echt schlechtes da. Scheiß die Wand an. Naja, aber guck mal, so weit sind wir hinter dem anderen gar nicht. Und wir sind nur, naja, okay, 5 Sekunden vom ersten entfernt. Aber 3 Sekunden kann ich aber locker rausholen. Ah, mach ich noch einen Versuch. Ja, komm, einen Versuch mach ich noch. Ein Versuch, so erstmal schnell noch einen Schluck getrunken. Oh, hoffentlich hat er die Einstellungen jetzt noch. Die waren eigentlich ganz gut, obwohl ich immer noch mehr Grip haben könnte, wollen würde. Eine höhere Bodenfreiheit bringt Vorteile in unebenem Gelände, hab kann ich. Sich aber ungünstig auf das Kurvenverhalten auswirken. Ja. Ja, toll. Ja, ungünstig im Kurvenverhalten ist ja auch noch, aber unebenes Gelände habe ich ja auch ganz fürchterlich dabei. Schöne Scheiße. Eine härtere Aufhängung verbessert das Kurvenverhalten, verringert aber die Fahrzeugstabilität in unebenem Gelände. Scheiße. Ein stärkeres Differential erhöht das Übersteuern und erleichtert Drift.
Ein schwächeres Differential vereinfacht die Kontrolle. Ach, scheiße. Eine höhere Bodenfreiheit bringt Vorteile in unebenem Gelände, kann sich aber ungünstig auf das Kurvenverhalten auswirken. Scheiße, so, dann machen wir das so. Und dann hoffen wir einfach mal das Beste auf den dritten Anlauf. Aber egal wie das jetzt kommt, den nehmen wir dann jetzt aber auch wirklich. Los geht's! Woo! Wir starten das dritte Mal die Tour. So, die erste Kurve sieht schon mal total super aus. Aber auf Asphalt ist sowieso einen ganzen Schwung einfacher zu fahren. So, und jetzt geht's um die nächste Kurve. So, und da kommen wir jetzt gleich wieder zu den Baumstämmen. Bremsen, reinbiegen. Jawohl, das ist doch mal super gelaufen. So muss es sein. So, ui! Nein, nicht schon wieder die Kurve, nicht schon wieder die Kurve, nicht schon wieder die Kurve. Oh nein. Scheiße, ey, die sieht man aber auch irgendwie erst so spät. So, jetzt aber. So, jetzt passend anbremsen. Komm schon, Baby. Komm schon, Baby. Catfish, Baby. Oh, boah, diese, das sind Bodenwellen hier, die haben es aber auch in sich. Lecco mio. So, super. Und jetzt spiele ich, jetzt fahre ich mit gerissener Scheibe. Das macht es natürlich nicht einfacher. Komm schon, Baby. Komm schon, Baby. Wo ist die Strecke? Da. Oh, das hat mich bestimmt wieder eine Sekunde gekostet. Ah, fuck off. Das hat mich eine halbe Sekunde gekostet. Oh, Mann, 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 oh, Mann. Ey, jetzt ist die Scheibe wenigstens raus. Kann ich die Scheibe nicht raustreten? Oh Mann, ey. So, komm schon. Aber was mir jetzt echt fehlt, das ist tatsächlich, und hätte ich ja nie erwartet, das ist der werte Navigator auf meiner Beifahrerseite. Scheiße, das ist zu langsam gewesen. Da hätte ich viel schneller rumfahren können. Das hat bestimmt wieder anderthalb Sekunden gekostet. Fuck! Ja, oder eine Sekunde. Ja, doch anderthalb vielleicht eher. So, komm schon, Ziel. Und, ach komm, bitte wenigstens nicht Achter. Ja, komm, Fünfter, geht! Weil ich glaube, wir spielen ja wirklich immer noch auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad. So, 1:31, guck mal einen an. Da habe ich mich, ja, knappe 3 Sekunden verbessert. Und wir sind nicht weit abgeschlagen von der Spitze. Also da ist noch einiges drin, will ich euch mal wo sagen. So, das zweite Rennen packe ich eigentlich auch noch in die Folge. Ja, muss ich. Ansonsten, was wäre ich für ein schlechter Let's Player, wenn ich das nicht tun würde? So, was haben wir hier? Erreiche Tempo 188, Fahrzeugeinstellung, 67% Schotter. Scheiße, was hatte ich denn gerade? Irgendwie so die Richtung? Ich weiß gar nicht, macht ihr euch noch darüber lustig, wie ich mein Fahrzeug immer einstelle? Oder habt ihr euch mittlerweile damit abgefunden? So. Nächstes Rennen, Etappe 2. Los geht's! Und wir steigen sofort in die erste Kurve hart ein und wir wollen sofort Zeit rausholen. Das war ein großer Fehler, 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 großer Fehler. Das hat mich jetzt am Anfang schon unnötig viel Zeit gekostet, aber das holen wir wieder auf, das holen wir wieder auf. Und zwar jetzt! Jetzt habe ich ein bisschen den Start verpennt, das hat eine halbe Sekunde gekostet. So, jetzt aber in die erste Kurve. Ey, schon wieder zu weit rausgekommen. Oh, viel zu weit rausgekommen. Oh! Nein. So, und wir starten in die zweite Etappe. So, endlich auch mal gescheit um die zweite Kurve. Boah, die haben es aber echt so langsam in sich mit ihnen. Mit den Bodenhuckels, ey, alter Schwede. Erreiche Tempo 188, aber wo geht's denn dann weiter? Boah. Ja, ich glaube, ich brauche echt mehr Bodenfreiheit. Ich hab mich gerade sehr auf.
Ich habe mich gerade sehr aufstampfen fühlen auf dem Boden. Ach du Scheiße. Oh. Ey, das ist aber auch echt fies ohne Navigator. Also das ist alles nicht meine Schuld. So, jetzt kommt das. So, jetzt anbremsen. So, in die nächste Kurve. Ich habe jetzt nicht gesehen, wo ich stand. Stand ich gut? Sag mir das doch mal einmal. Oder stand ich eher nicht so gut? Boah, ich habe doch schon so viel gebremst. Ei! Ei! Vierter. Ja gut, keine Ahnung. Vierter, Schalalu! Ui, 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 schon wieder so eine dreckige Kurve. Ui, ui, ui. Ah, jetzt verdammter Schalalama. Komm, Baby, komm, Baby, komm schon, komm schon. Babybarsch. Immer noch Vierter. Von vier? Und jetzt? Da nicht. Alter. Boah, wie fies war das denn? Da bist du auf Marley in irgendeinem Garten hier. Halleluja. Oh Gott, was brauche ich? Viele Wiederholungen. Oh, Lampe! Mann, oh. Rückblende. Scheiße. Kamera, mach doch mal eine andere Kamera. Left Button, Right Button. Scheiße. Was stellt sich da so eine dumme Lampe bei mir im Weg? Oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann. Komm schon, Baby. Baby Barsch, Baby. Ja, okay, da war ich jetzt unsicher. Da hätte man schneller durchgekommen. Und das ist der vierte, fünfte, sechste Platz. Ne? Ja, zwei, drei Sekunden hätte man noch rausholen können. Aber egal, bis zur nächsten kommt noch eine Etappe. Rennen 2 von 2. Nein, das war's. Und wir sind insgesamt Fünfter. Naja, immerhin. Nicht ganz blamiert. Bis zur nächsten Folge von Dirt 3. Hier noch die Ergebnisse. Fünfter.